Ist natürlich bitter für mich. Da, oh, er hat sogar einen goldenen am Start. Kann ich diesen Angriff zurück zum Gebiet verloren? Jetzt brauche ich doch eine Werkzeugschmiede irgendwo. Warte mal, ich hatte hier noch eine. Geht hier eine hin? Nicht zwangsläufig, aber ich brauche mehr Spitzhacken. Scheiße. Wo ist sie? Nein, 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 nein. Ja, Schlosserei. Wie schaut's holzsteinmäßig aus? Ganz gut. Hast du eigentlich hier noch irgendwie Steine? Nee, ne? Tschüss. Wir haben jetzt ja hier Kohle gefunden. Weltklasse. Ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr hier weiter zu expandieren. Wir bauen jetzt hier einfach. Ey, Wasser. Boah, vielleicht habe ich doch Bock hier weiter zu expandieren. Wasser! Wir bauen hier direkt mal 3 Fischer. So, und dann bauen wir hier ein Steinmetz. Denn wirklich was abbauen tun wir ja nicht mehr. Und dann wäre es wegen dem langen Laufweg aber auch cool, hier ein Lager zu haben. Lagerhaus, so. Okay, und damit habe ich ihm seine Goldmine hier zerstört. Das ist nett. Wo kann ich Spitzhacken? Danke. Ich kann ja nur mit 2 angreifen, aber das würde halt voll reichen, wenn das Generäle wären. Come on, ey. Cool, ey. Er kommt hier nicht hin. Wer könnte mich angreifen? Das ist. Komm, ich baue dich auch aus. Du wirst informiert, was du für Werkzeuge herstellst. Naja, da gibt es wahrscheinlich gerade nicht so viel zu informieren. Da ist ein toter Holzfäller. Kannst weg. Keine Rohstoffe gefunden. Und du kannst auch weg. Okay. Ja, fast wieder Platz für einen Bauernhof hier. Habe ich Inventar? Habe ich noch Sensen? Oh, ich meine, Getreide kann ja nie schaden. Aber haben wir gefühlt auch Vorrat, ja. Schmelztiegel, Schaufel. Nudelhölzer haben wir keine mehr. Beile auch nicht. Angeln aber jede Menge. Krass, ey. Hat sich das ja doch noch irgendwie gelohnt. Ach Gott, ich baue hier gleich ein Tor. Das ist gut. Das ist sehr gut. Muss ich mich mal eben selber loben. Gut gemacht. So.
Münzprägerei. Setzen wir hier auch noch eine hin. Laufen die Minen hier noch? Jetzt fehlt es wieder an Essen. Hm, 6 von 6. Das, ja. Hm. Warum glitzert denn das hier? Wäre hier auch Gold? Das heißt wahrscheinlich nur generell, dass da Rohstoffe sind. So, also sicherheitshalber, hier darf auch später gleich Goldmünzen rein, ja? Leute, ich traue dem Braten nicht. Ich kann ihn nicht angreifen. Oh. Wenn ich ihn angreifen kann, kann er mich meistens auch angreifen. Und wir hätten dann hier noch Platz für mehr Goldminen tatsächlich. Cool. Münzbrigger ist auch fertig. Macht mal. Man hat jetzt hier doch ein Militärgebäude gebaut. Das bedeutet wahrscheinlich, dass jetzt hier auch wieder mehr Militär kommt. Richtig. Denn das ist aber auch gut, weil jetzt kann da ja auch was befördert werden. Und hier ist auch so ein Ding, hier darf auch Gold rein. So, und ich soll Abkürzungen durch die Lava bauen. Was? Rechts und links vom Hauptquarter, da ist Platz. Also Wasserstraßen gehen nicht. Halt mal, hier. Die müssen wir mal rupfen. So. Aber rechts? Also wir könnten einmal hier, keine Ahnung, ob das was bringt, und dann könnten wir hier so vielleicht? So. Ich denke mal, das hat der Konrad gemeint. Rechts oben. Was? Zum Gegner, der dein HQ angegriffen hat? Bitte was? Was? Der hat mein Headquarter angegriffen? Was? Das sind fertig. Yeah. So, die Münzprägerei wird auch fertig. Prima. Prima, prima, prima. Prima in China. Produzierst du? Oh ja.
Oh nein. Rot hat jetzt auch Münzen. Das war wohl nicht die einzige Position. Und hier drüben ist er jetzt auch. Ist egal. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass es anläuft. Und wir hoffen einfach mal, dass wir... Oh, wie schaut es denn eigentlich bei unserer Schlosserei aus? Inventar, Spitzhacken. Hat sich was getan? Wir haben wieder zwei, die sind besetzt. Die sind auch besetzt. Dann bau mir jetzt bitte Nudelhalzer. Und wir setzen hier noch einen Bauernhof. Und dann vielleicht irgendwo, wo noch Platz ist. Oh, ist schwierig. Hier natürlich. Den, nächste... Also ich tue mich echt hart, die Gebäude zu finden. Die sehen einfach alle gleich aus. Beim Bauen. Ich kann mir das auch nicht merken. Brunnen. Nee. So, so. So. Ach, scheiß drauf. Okay. Wahrscheinlich war hier unten die ganze Zeit Gold. Gold fehlt, Leute. Kommt. Wir haben noch zwei Spitzhacken. Lasst doch noch eine Goldmine anschließen. In der Hoffnung, dass jetzt auch mal ein paar Fische runterkommen. Fische, Fische, Fische. Yes. Wo dich der Grüne angreifen kann. Ja gut, das ist halt meine Verbindungsstraße. Ah ne, halt mal, ich kann die Schmiede auch so bauen. Dann scout man da mal. Das heißt, ich brauche Militär am Hauptgebäude. Aber ich muss doch, kann den Grünen doch eh ignorieren, oder? Das Portal ist hier unten. Oder das täuscht komplett und ich kann Rot ignorieren. Schwierig. Auf jeden Fall bauen wir jetzt mal hier eine Fahne hin und schicken da einen Scout los. Und wir bauen auch da oben eine hin und machen das gleiche auch. Hier wäre übrigens auch Wasser. Zwecks Fisch und so. Da komme ich halt auch gar nicht hin. Ich höre Kampfmusik. Werde ich? Was baust du jetzt dahin, Krenn? Geht's noch? Könnte ich jetzt mit drei... Ach komm, jetzt bringt doch endlich mal Gold her. Es sind doch nur drei Möglichkeiten, wo ihr befördert. Nirgendwo ist Gold. Ist Kohle drin. Mann, ey.
Wird schon schief gehen. Der Jäger hat schon wieder aufgegeben. Was macht denn der hier? Ach, er hat da einen Jäger stehen. Ja, toll. Und du da? Was hast du entdeckt? Nix. Toll. Ich würde so gern kämpfen. Obergefreiter, geht doch. Hallo, das Goldbergwerk hat doch... Hier gehört auch irgendwo ein Lager hin, ne? Bei das Headquarter ist es nicht so weit weg. Ja, doch, hier gehört irgendwo ein Lager hin. Lagerhaus... Und an sich gehört das so verbunden. Dann müssen wir halt das Kohlebergwerk jetzt auch anschließen. Ist halt so. Gebiet verloren. Oh oh. Wo? Warum? Warum? Wieso? Was? Wie Gebiet verloren? Oh, Katapult, schießt du? Jetzt mal, wo? Er hat mich hier ein bisschen reingebaut, oder wie? Ja, von mir aus. Chill dein Leben. Werkzeug hergestellt, Nudelholz. Achso, da könnten wir jetzt dann auch gerade mal die Schlosserei wieder anhalten. Feuer frei. Was habe ich denn die ganzen Steine daneben? Okay, hier ist er nicht mehr. Gibt es hier auch schon ein bisschen Gold? Okay. Produzierst du? Okay. Lager steht. Hier. Gut, das haben wir jetzt erst scoutet. Okay. Schön. Warum produziert meine Schmiede nicht? Da fehlt Kohle. Haben wir noch Spitzhacken? Eine. Aber ich habe hier schon eine Kohlemine in Bau. Gut. Hauptsache die Münzprägereien kriegen die Kohle. Das ist auch viel wichtiger. Erstmal. Also gefühlt habe ich ja immer noch genug Getreide. Ich baue noch mal eine Mühle. Einfach weil ich auch das Werkzeug dafür habe. Und einen Bäcker. Vielleicht bringt das ja was. So, schließen wir hier hinten an. Beziehungsweise das Lagerhaus. Ja. Okay, ist beides scheiße. Der produziert jetzt schon ganz gut. Da fehlt jetzt das Gold. Ach, Kacke, hier hat er noch ein Goldbergwerk, okay. Junge, 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 das muss weg. Sobald ich den ersten... Wobei, warte mal. Nee, ich greife hier nicht direkt an. Denn, das Ding ist... Ach, er baut auch ein Katapult, wie frech.
Das Ding ist, ich kann hier so schön befördern. Warum hier kein Gold reinkommt? Expandieren wir da noch ein bisschen. Oh ja, ich hätte jetzt echt Bock anzugreifen. Aber ich glaube, das kriegen wir heute nicht mehr gebacken. Es ist gleich 11:30. Es muss erst eingelagert werden, die Goldmünze, bevor sie weggetransportiert wird. Ja, toll. Unteroffizier. Was bringst du da? Bringst du eine? Jawohl, da kommt eine. Eine Eselszucht haben wir auch noch nirgendwo hingebaut. Könnte man langsam auch mal gefahrlos irgendwo setzen. Ich habe halt echt nirgends Platz. Ja, komm, hier hinten. Was weiß ich. Dann steht sie wenigstens mal. So, so, okay, gebaut. Plus Wasserwerk für dich. Oder Brunnen. Damit die armen Viecher nicht verdursten müssen bei der Hitze. Offizier, Mensch, da geht noch mehr. Aber das wäre viel... Was passiert hier? Oh, scheiße. Hatte ich hier was befördert? Ja, ein Unteroffizier auch hier. Aber er hat auch Militär... Oh Gott, das verliere ich. Ja gut, wenn er mich jetzt hier angreift, dann muss ich jetzt eigentlich reagieren und ihn auch angreifen. Geht nicht anders. Sieht doch aus wie ein General. Das könnte mir jetzt hier schon richtig wehtun. Ich hatte die ausgebaut, ja. Bauen wir den auch mal aus. Aber erstmal habe ich hier oben kein Gold. Jawohl, der Beförderte ist tot. Das ist gut. Okay, was passiert hier unten? Hat er auch schon Goldmünzen am Start? Ist natürlich bitter für mich. Oh, er hat sogar einen goldenen am Start. Kann ich diesen Angriff zurück zum Gebiet verloren? Ich glaube, das könnte sogar so weit gehen, dass ich die Mission jetzt neu starten muss. Nochmal anfangen muss. Das war... RIP. Fast. Krass. Nee, da geht kein Gold rein. Das kriege ich ja gar nicht zurückerobert, den Scheiß. So. Das war meine Antwort auf die Aktion. Da kämpft doch mein Unteroffizier und gewinnt hoffentlich noch. Jawohl. Oh, das tut so weh. Hat er hier einen General drin? Wie schaut's denn aus? Ist die... Da kann ich jetzt halt auch nicht viel tun, ne? Gut, es hat jetzt meine... Hat jetzt halt seine Goldproduktion hier richtig safe. Kann ich den noch weiter ausbauen? Nein, den kann ich nicht ausbauen. Den auch nicht. Keinen.
denkt mir, der andere wäre das Problem. Okay, hier ist sogar ein General drin. Da machen wir jetzt Goldstopp. Immerhin hat es nicht meine Wirtschaft zerlegt. Also ganz tot bin ich noch nicht. Blöd. Jetzt habe ich hier natürlich auch nicht mehr... mehr Gold wie ich. Militärische Stärke bin ich aber besser. Und Grün flacht ab, das ist gut. Jetzt kann ich mit 6 angreifen, aber ohne Gold. Ich müsste jetzt hier sogar Goldstopp machen. Die Münzen müssen hier hoch, Leute. Ja, Münzen werden verschwendet. Ja, ich kann jetzt halt nicht in der Burg befördern. Ist jetzt halt so. Also hier sind wir erstmal safe. Da konnte ich ihm wieder was kaputt machen. Jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Preisfrage. Wie kriege ich das Ding zurückerobert? Wir könnten mal Folgendes machen. Also ich wollte heute nur bis 23.30 Uhr streamen. Ja, das haben wir jetzt eh erreicht. Ich speichere mal an der Stelle. Und jetzt würde ich gerne nochmal angreifen, um einfach nur mal wissen, kann ich nicht gewinnen, den Angriff. Ich möchte eigentlich nur wissen, was er da für Militär drin hat. Das möchte ich mir noch anschauen. Vielleicht hat er da ja nichts Befördertes drin. Sehr unwahrscheinlich. Beziehungsweise, wer kommt denn da alles zum Covern hoch? Hat er da überhaupt Militär drin? Aha, der ist nicht befördert, das ist schon mal gut. Und der da kommt, ist es auch nicht. Der dritte, der da kämpft, auch nicht. Ey, dann könnte es reichen. Ich habe hier wenigstens ein bisschen was. Ein Opa gefreit, ob das was bringt. Sieht nicht so aus. Und warum sind die Schwerter auf einmal alle lila? Warum sind die Schwerter lila? Oh lol, schon alle tot von mir. Was hat ja fast geklappt. Fast. Gut. Das haben wir noch getestet. Dann könnte ich das doch relativ schnell zurückerobern und dann wieder die Goldproduktion hier hinklatschen. Hier hinten sind wir fürs nächste Mal ganz gut gerüstet. Da sind 2 Generäle, das ist toll. Jo. Wir befördern derweil hier oben. Haben jetzt auch hier einen Unteroffizier. Ich hätte einfach nur ein bisschen warten müssen. Komm, wir laden nochmal, wir machen das eben. Du hier, ne? Also, einen Safe vor dem Angriff. Und wir müssen einfach nur ganz kurz geduldig sein. Wann streamst du mal wieder Siedler 4? Wo du spielst? Am Sonntag. Defeat the Waves mit den weltbesten Siedler 4. Ich hab's vorhin schon erzählt. Alter, was ist denn jetzt los? Was ist das denn? Konrad, dein Community-Patch hat Bugs mit Wikinger-Add-on. Kann das sein? Lol, jetzt ist weg. Okay, schön. Was wollte ich denn sagen? Also, Sonntag, nächster Livestream von mir. Da spielen wir Defeat the Waves mit Siedler-Weltmeister Andorra, mit der besten Siedlerspielerin der Welt, mit Sandy. Kevin, a.k.a. Dr. Professor Siedler 4 ist auch dabei und David, a.k.a. Sky Sporthuhn, der uns weiterhelfen kann, weil er die Map schon mal geschafft hat auf der Siedler-LAN.
Also, hochinteressantes Matchup, Sonntag, Siedler 4. So, jetzt aber... Jetzt ist hier der Untergefreite drin und hier Obergefreite und jetzt greifen wir nochmal an. Ein bisschen länger gewartet. Los. Könnte es doch noch einen Sieg zum Abschluss geben hier. Das hat nichts mit dem Balance-Patch zu tun. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Nein, Spaß. Ist gut. So, haut ihn weg. Danke, einer noch. So, geht doch. Was so eine Minute länger warten alles ausmacht. Okay, wir haben das Ding zurückerobert. Das ist prima. Anschließen. Geologen hin. Wir hatten hier eine Eselszucht. Die setzen wir auch wieder. Aus Prinzip. Auch das den kaputten Brunnen geht ja nicht und so, ne? Und jetzt darf natürlich hier das Gold rein. Und hier machen wir ganz schnell wieder Stopp. So, und dann gucken wir, dass wir hier schnell Generäle kriegen. Und dann müssen wir ihm hier was kaputt kriegen. Wobei ich mich gerade kaputt lache. Ich habe ihm jetzt echt mit der Aktion seine Goldmine hier gerissen. Hä? Ist ja lustig. Okay. RIP. Keine Rohstoffe mehr, Steinbruch. Keine Rohstoffe mehr, Steinbruch. Okay. Soldatennachschub wird knapp. Auch das noch. Jetzt sollten wir schon gucken, dass wir echt mehr Kohle kriegen, ja? Geht jetzt alles in die... Nee, da ist auch keine Kohle. Ich wundere mich so ein bisschen, warum ich keine Nahrung habe. Weil an Getreide kann es ja nicht scheitern. Produzieren alle. Bestimmt auch der Metzger, ne? Die Fleischerei, jo. Hier unten läuft die Schmiede, das ist gut. Also gibt es auch noch ein bisschen Werkzeuge hinterher. Schon passen. Wir kämpfen jetzt mit höherwertigem Material. Da kommt jetzt auch schon... Okay, also wir bauen hier dann wieder die Goldmine. Irgendwo hier war die Kohlemine. So. So. Okay. Und damit, liebe Zocker-Launcher, war es das für heute. Verteidigung im Headquarter auf 0 setzen. Alles mit Ausnahme 3 Gefreiter in etwa. Alles andere auf 0. Okay, haben wir auch getan. Und ja, wie gesagt, also Sonntag geht's weiter mit Siedler 4. Morgen gibt's vielleicht auch einen Livestream. Mal gucken, ob ich das übertrage, weil morgen ist sozusagen... Das Training fürs Community-Event. Morgen zeige ich den Jungs, die das noch nie gespielt haben, so ein bisschen die paar Grunddinger. Mal gucken, ob das Sinn macht, das zu streamen oder ob wir das nur offline machen. Ja, werdet ihr dann sehen, ne? Also wenn ich um die Uhrzeit hier live bin, dann morgen Supreme Commander. Und wie gesagt, Sonntag geht es dann richtig episch ab in Siedler 4. Und Dienstag, kann ich euch auch schon sagen, geht es weiter mit dem Siedler 4 Tournament hier auf der Zocker Lounge. Also da ist auf jeden Fall... einiges geboten. So, Leute. Sonst steckt ein General, ein Offizier, ein Unteroffizier und ein Gefreiter für immer im Headquarter. Ja. Ich habe gedacht, ich könnte hier angegriffen werden. Egal.
Ein General ist da, der muss sich noch ein bisschen regenerieren. Okay, 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 okay. Militärisch schauen wir auch nochmal. Sehr schön, da geht die Kurve jetzt auseinander und hergestellte Münzen haben wir auch überholt, beziehungsweise seine Produktion gestoppt. Das war hier erstmal das Ziel. Passt. Also, liebe Zocker-Launcher, haut rein, ich wünsche euch was, ciao.